Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute kleine Tartlets machen mit Apfel drauf. Dafür habe ich mir schon so ein bisschen was zusammengesucht. Wir brauchen so ein bisschen Butter, 125 Gramm. Wir brauchen 250 Mehl, ein bisschen Ei, ein bisschen Äpfel. Habe ich ja auch schon. Die werden aber nicht klein geschnitten, die werden gleich gerieben. Aber das zeige ich euch. Jetzt kommt erstmal unser Intro und dann legen wir los. Ich habe jetzt 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter hier liegen. Das muss jetzt miteinander verrieben werden. Mein schön Schweinkram. Das machen wir jetzt gerade mal. So, jetzt haben wir das hier schon mal vorbereitet für den nächsten Arbeitsgang. Ich muss jetzt noch mal eben schnell hier ein paar Sachen aufschlagen und dann kommt das nämlich hier in die Mitte hinein, nachdem wir das hier alles schön fein gerieben haben. Das ist jetzt unsere Butter mit dem Mehl. Hier haben wir jetzt 40 Gramm Zucker. Da kann man aber auch Zuckerersatz nehmen. Mache ich euch wieder unten einen Link hin. Wir machen aber heute mal mit richtigem Zucker. Dann brauchen wir noch eine Prise Salz. Das Ganze wird eben aufgeschlagen. Das Gemisch kommt jetzt hier mittig in den Teig hinein. Und muss dann gleich schön verknetet werden, bevor das jetzt hier Schweinkram gibt. Verkneten wir das jetzt mal eben schnell. So, jetzt habe ich meinen Teig hier schön zusammenbekommen und habe hier einen schönen, weiß ich nicht, geschmeidigen Teig. Ich finde ihn geil. Den nehmen wir jetzt, so wie er ist. Tun ihn hier in einen. Ich tue den jetzt in einen Gefrierbeutel, wenn ich ihn aufkriege. Ich kriege den nicht auf. Ich kriege den nicht auf. Ich kriege ihn doch. Ich kriege ihn auf. Ich habe ihn aufgekriegt. Sehr gut. Wenn man auf der falschen Seite versucht, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. In der Zwischenzeit, wie der jetzt im Kühlschrank ist, werde ich mich hinstellen und werde hier Öl-Quarkbrötchen backen, die man auch klasse einfrieren kann. Das erkläre ich euch dann in dem Video. Das ist dann das nächste Video, was kommt. Bleibt mal dran. Bringt bestimmt Spaß. Jetzt sind eine Stunde um. Wir haben mittlerweile unsere Quarkbrötchen gedreht. Unser Teig ist jetzt schön kühl. Ich habe jetzt mir hier die Rolle rausgeholt. Unser Teig liegt hier. Und jetzt rolle ich den halt einfach schön aus. So auf 3,5 mm Stärke und dann kommt der in unsere kleinen Formen. Die muss man dann gleich ausstechen. Ein bisschen größer als die Form, damit man die Latten ständig reinbekommt. Den Backofen kann ich auch schon wieder anmachen, 180 Grad, Ober-Unterhitze. Brauchen wir gleich. So, ausgerollt ist er. Ich suche mir mal eben was zum Ausstechen und dann geht's weiter. So, mal eben schnell noch die kleinen Förmchen einfetten. Dann das ausgestochene Teil hier einfach schön reintun. Schön gleichmäßig. So. Das sieht ja schon mal ganz cool aus. Klasse. Das darf ich jetzt noch 6-mal machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben unsere Förmchen jetzt ausgefüllt mit unserem Teig, mit einer Gabel innen drin. Schön Löcher gemacht, damit das keine Blasen da drin gibt. Und jetzt muss ich mal eben schnell die Füllung für unsere Förmchen bauen. Ich habe mir schön einen Bosco-Apfel gekauft, beziehungsweise mehrere. Davon brauche ich jetzt dafür diese Füllung nur die Hälfte. Deshalb gewaschen habe ich den schon. Und den reibe ich mir jetzt hier mit meiner Reibe in diese Schüssel. Nicht geschält, einfach runterreiben. Ich mache mir hier gerade so ein bisschen mit der Hand so ein bisschen Walnuss-Crumble. Jetzt für diese kleinen Förmchen muss ich mir jetzt mich nicht hinstellen und irgendwie Maschinen nehmen. Das kann ich auch eben schnell von Hand machen. So.
Jetzt kommt da der Apfel oben drauf. Wer hat mal einen Löffel für mich? Also unten so ein bisschen Walnuss-Crumble und oben drauf kommt dann halt so ein bisschen Apfel. Könnt ihr natürlich auch jederzeit mit einer größeren Tartform auch machen. Ne? Meine Frau hatte sich nur gerade gewünscht, das halt in so klein zu machen. Und deshalb versuchen wir das gerade mal in klein. Ja, finde ich sehr süß. Ja, natürlich. Müssen ja nicht immer so die riesigen Portionen sein. Manchmal ist das Kleine auch einfach schöner. Ich habe mir jetzt hier in meiner Schale, rechts neben meinem Arm, kannst du aber jetzt noch nicht filmen, habe ich mir Sahne genommen. Das Mischungsverhältnis steht in der Gebrauchsanweisung, hätte ich beinahe gesagt, in der Einkaufsliste. Das habe ich mit ein bisschen Ei und Zucker aufgeschlagen. Und das tue ich jetzt da oben drauf. Ich glaube, ich mache das mit einem Löffel. Geil, das sieht gut aus. Ja, finde ich auch. So, ab in den Backofen. Und hier im Backofen bleiben die jetzt gleich für 30 Minuten bei 190 Grad Ober- und Unterhitze. So, da sind unsere kleinen Törtchen. Sind die nicht süß? Ich finde, die sind super. Wir haben die jetzt in so sehr kleinen Formen gemacht. Man kann die natürlich auch in 10er oder 15er Tartform machen. Unser Rezept, was ich gemacht habe, ist, glaube ich, auf eine 20er oder 26er Form geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie wir das letztes Mal gemacht haben, aber ist auch egal. Auf jeden Fall mit so ein bisschen rumexperimentieren mit den Mengen bekommt man das auch in so kleine hin. Ich habe da jetzt noch im Backofen 6 liegen, die muss ich gleich noch rausholen. Ja, dann danke ich euch, dass ihr zugeguckt habt. Sollte euch das Video gefallen haben, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt sie uns unten in die Description, in die Kommentare. Die Einkaufsliste findet ihr wie immer in der Description Box. Und ich sage Tschüss und Frank von putblockhamburg.de. Ciao, ciao.